alten Spruch, triff nie deine Helden? Also, ich hab sie getroffen. Und es war fantastisch! Genau so hatte ich mir die Avengers vorgestellt. Hallo, San Francisco! Tor, Tony, seht nach. Sofort. Bleibt dran, ja? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Hier ist ein Männer. Wir brauchen Verstärkung. Unwürdig! Tony, Tor, wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Ich hab mir Mose eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr Frühstück. Tor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Das wird lustig. Tor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hilfe! Bitte! Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Neue Ziele, Leute! Es ist los! Gefällt mir. Schilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen S.H.I.E.L.D.-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Pulsarraketen? Zum Glück hat Fury meine Battletech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut.
müssen den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. In Deckung bleiben! Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und gut geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Avengers, weg mit mir! Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt noch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Beeil dich, Großer. Viel kann sie nicht mehr einstecken. Ich sehe ihn. Halt, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. Oh, shit!
Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? An alle Einheiten. Die Chimera wird angegriffen. Evakuiert die Zivilisten. Los, los, los! Steve, kannst du mich hören? Ned! Ned! Fuck, sind sie da? Die Verbindung bricht ab. Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht das! Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen. Ich komme so schnell ich kann. Ihr müsst sie sofort sichern. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Ich habe seit unserem letzten Treffen ein paar Tricks gelernt. Ach,
der Brücke ist gesichert. Leute, ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tony, LKW! Verstanden. Hungrig? Ich nehme das hier. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol's mir. Schnell! Oh, habe ich dein kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Hol's dir! Machst du dir wieder Notizen? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Die Brücke ist frei. Diese Erdbeben werden stärker. Die gesamte Westküste. Versucht ihr noch immer dahinter zu kommen? Nicht dazwischenreden. Ohne euren Captain sind wir wild. Gib mir den Zünder. Dann werfe ich dich vielleicht nicht von dieser Brücke. Dein Tanz endet hier. Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinter. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Versuchst du noch immer, es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschung? Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Ach, Scheiße!
Jahren stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit.